Punkt mit Mike Krüger. Zuschauer, herzlich willkommen zu Punkt, Punkt, Punkt. Ich hoffe, Sie sind gut durch die Woche gekommen, haben die Woche ohne Punkt, Punkt, Punkt gut überstanden, haben vielleicht zu Hause der ein oder andere auch mal Punkt, Punkt, Punkt gespielt. Das kann man sehr gut zu Hause im Familienkreis auch machen. Ich mache es im Familienkreis persönlich nicht mehr, weil ich mache es ja hier einmal die Woche, das reicht. Und zwar mit Prominenten und Sie sind wieder bei mir, hier zum Beispiel Ron Williams. Ramona Leis, Jan Fedder, Simon Rietel, Michael Less und Claudia Riesel. Seid ihr gut durch die Woche gekommen? Es gibt ja das Gerücht, dass du wirklich die ganze Woche durch auch Punkt, Punkt, Punkt spielst zu Hause. Stimmt das, Jan? Ich weiß jetzt nicht, wie du das meinst, Mike. Ja, dass du zum Beispiel zu deiner Freundin sagst, heute komme ich ins Zimmer und zeig dir gleich. Und dann muss sie irgendwas sagen und wenn es stimmt, dann zeigst du's. Dann sagt sie die Bierdose. Ja, genau. Ja, machst du das? Stimmt das wirklich? Habe ich in der Zeitung gelesen. Also, gut, wir wollen das nicht vertiefen. Liebes Publikum und liebes Publikum zu Hause, es kann eine sehr lustige Sendung werden. Der Federhandschuh ist aufgenommen, alles klar. Wir arbeiten weiter dran. Alright, alright. Gut, Jan. Schön. So hat Jan endlich mal ein Eröffnungswort gesprochen. Ich freue mich sehr darüber, Jan. Hervorragend, danke. Ich werde den Federhandschuh einstecken und wegwerfen. Wir kommen jetzt zu den Hauptpersonen, nämlich zu unseren Kandidaten. Sie sitzen auf dieser Seite. Daniela Dominik und Klaus Steger. Daniela, wo kommst du her? Ursprünglich aus Mülheim-Ruhr und jetzt bin ich eine Stadt weitergezogen, Oberhausen. Oberhausen? Mhm. Was machst du da beruflich? Gelernte Reiseverkehrskauffrau und jetzt bin ich bei einem großen Reiseveranstalter als Verkaufs- oder Vertriebsassistentin bzw. Verkaufsrepräsentantin nennt sich das. Ah, da repräsentierst du Reisen? Ich repräsentiere diesen Reiseveranstalter. Aha, fährst weltweit durch die Gegend? Nein, also ich betreue die Reisebüros, die den Veranstalter vertreten und begleite dann eben Reisebüro-Leute mit auf Touren. Das ist doch ein schöner Job, ne? Ja, hört sich gut an, hört sich interessant an. Was hast du für Hobbys? Wasserski neuerdings, dann Tanzen, Jazz-Tanz, früher mal professionell Ballett und Tennis machen. Also du bist also richtiger Tanzprofi. Professionell hast du Ballett mal gemacht und jetzt machst du aber Jazz-Dance. Ja, ich habe 18 Jahre lang professionell Ballett gemacht und bin dann durch einen Sportunfall oder unglücklichen Unfall habe ich jetzt Probleme mit dem Fuß und mache jetzt Jazz-Tanz. Aber auch natürlich schon wieder in sehr hohen Regionen. Ja, ich versuche wieder dahin anzuschließen, wo es mal war. Das wünschen wir dir. Klaus, wo kommst du her? Servus, aus München. Man hört, ahnt es schon, ja. Servus. Einer Vertrieb Bayern. Ja. Bei den Nordlichtern. Ja, wir freuen uns immer über Bayern, die wir hier gerne begrüßen. Was machst du beruflich in München? Ich habe eine Autovermietung, die kleinste Autovermietung mit dem größten PKW. Das heißt? Einen alten Mercedes 600 Pullman, den vermieten wir für besondere Anlässe, geschäftlich, privat, Hochzeiten. Also diesen riesenlangen Schlitten. Hast du auch schon mal Prominente gefahren? Habe ich, ja. Aber aus Diskretionsgründen möchte ich keine Namen nennen. Wir wollen jetzt keine Namen nennen, weil die natürlich alle wie immer in Begleitung sind, Ron, wir kennen das. Und da wollen wir jetzt keine Namen nennen. Diskretion ist eine unserer Stärken. Aber ich habe was über dich gelesen, das fand ich ganz toll. Du hast sehr viele verrückte Ideen. Eine davon hat mir besonders gut gefallen. Du hast ein Buch hergestellt, also ein ganz besonderes Buch, will ich mal sagen. Du kannst es besser erklären. Was für ein Buch war das? Ich habe das Buch Ich liebe dich herausgebracht. In dem Buch steht, vielleicht sitzen die Leute alle okay, ja. 3.333.333 Mal steht drin, ich liebe dich. Man kann es als Tagebuch verwenden, ist in Rotleder mit Brillanten, mit Goldauflage, ist geschützt. Und da habe ich ein Ledermuster mitgebracht. Ja,
Also steht, ist als Tagebuch gedacht, man kann also bis zu 50 Jahre reinschreiben, sein persönliches. Und auf jeder Seite steht so und so oft, ich liebe dich, das hast du deiner Frau geschenkt, ein Exemplar, richtig? Ganz genau. Und du hast auch schon welche verkauft, wie viel hast du verkauft? 4 Stück habe ich verkauft. Was, wenn Sie... Ich weiß nicht, ob ich den Preis sagen darf, aber es ist nicht ganz so einfach. Ja, du darfst es sagen. Darf was kostet sagen? Das? 3.333 Mark. Plus Mehrwertsteuer. Aber es ist mit brillanten Leder eingebunden, Goldschnitt vom Feinsten. Nein, und wirklich. Eben, es steht über 3 Millionen Mal drin. Ich liebe dich. Nur das Feinste. Sie können das gerne Ihrer Frau. 9 Kilogramm schwer. 9 Kilo schwer. Also ein schönes Geschenk zum Valentinstag für den Nachttisch zu Hause oder wo man es auch immer hinlegt. Eine tolle Idee, finde ich super. Ich erkläre Ihnen jetzt trotzdem, unsere Spielregeln sind ganz einfach. Ich lese einen Satz vor, in dem fehlt ein Wort oder ein Begriff, stattdessen sage ich Punkt, Punkt, Punkt. Dann schreiben unsere Prominenten auf, was sie glauben, was da reinpasst. Und dann sagt mir bitte als erstes Daniela, was sie glaubt, was sie geschrieben haben. Bei jeder Übereinstimmung gibt es einen Punkt. Wir beide fangen an, dies ist dein Satz. Jochen. Jochen, der kurzsichtige Feuerwehrmann, schloss beim letzten Brand den Schlauch nicht an den Hydranten an, sondern an Punkt, Punkt, Punkt. Ramona, dass du da immer gleich irgendwelche Kommentare zu loslässt. Gerade die aus Bayern, dachte ich immer, das ist doch so eine seriöse Gegend da, wo du herkommst. Jochen, der kurzsichtige Feuerwehrmann, schloss beim letzten Brand den Schlauch nicht an den Hydranten an, sondern an Punkt, Punkt, Punkt. Tja. Da sagt Simone, das ist aber schwer. Ja. Und das sagt sie mit Recht, denn auch Michael denkt länger nach. Der Einzige, der natürlich sofort fertig ist, ist Jan. Federhandschuh Jan, er guckt mich gar nicht mehr an. Alles klar, gut. Tief getroffen, nur weil ich ein bisschen aus seinem Familienleben geplaudert habe. Wie der Mann so die Nacht mit Tage verbringt, zu Hause. Claudia und Simon, bitte schreiben Sie jetzt. Hab ich. Claudia, auch fertig. Gut. Ja. Jochen, der kurzsichtige Feuerwehrmann, schloss beim letzten Brand den Schlauch nicht an den Hydranten an, sondern an... Den Wasserhahn. Den Wasserhahn. Ja, dann jeder da. Gucken wir doch gleich mal ich nach. Ich hätte ja gerne so rumgedacht, aber... Nee, warum sollst du so rumdenken? Ja. Denken wir doch einfach mal geradeaus. Ja. Seien wir doch mal positiv. Denken wir doch mal... Geradeaus. Denken wir doch zum Beispiel mal an den Wasserhahn. Nein. Nein. Den Bierzapfhahn. Ja. Ja. Ist aber ein Hahn. Das ist ein Hahn, sagt Daniela. Da hat sie auch irgendwo recht. Aber der falsche. Ich habe mir das natürlich wieder gedacht, an was es anschließt. An die Wasserleitung. Ja, na klar. Jawohl. Super. Mensch, du. Das, was natürlich mit einem Hydranten sehr viel Ähnlichkeit hat, mit Mikes Quickie-Borne-Nase. Das sollte jetzt die Retourkutsche zu meinem hübschen Gespräch gewesen sein. Wir haben noch na, drei da sind Fragen. Wir jetzt, da wir sind noch. Wir jetzt aber mal alle sehr gespannt. Quickie-Borne-Nase. Ja. Simon, ist das nicht niedlich, was Jan so manchmal sich auch... Ja, das fragen wir. Habe ich mich auch gefragt, ja. Also ich dachte mir vielleicht an den Staubsauger. Zum Beispiel, ja. An den Staubsauger. Ja, warum auch nicht? Na, ist auch ein Schlauch. Oder ans Gas. Ans Gas. An die Gasleitung. Dann gab es natürlich diesen Großbrand, über den wir nicht weiter Benzin zapfen wollen. Oha. Also hier unten wäre ein größeres Chaos passiert, wenn der Mann das so gemacht hätte, wie ihr geschrieben habt. Aber wir hatten, wie viele Übereinstimmungen hatten wir? Eigentlich eine, ne? Auf Ramona ist Verlass. Gut, Klaus, dies ist dein Satz hier. Graf Dracula. Graf Dracula kennt ihr alle? Ja, sagte, die transsilvanische Blutbank hat mir meinen Kredit gekündigt. In der Nacht kamen sie und pfändeten meinen Punkt, Punkt, Punkt. Die transsilvanische Blutbank hat mir meinen Kredit gekündigt. In der Nacht kamen sie und pfändeten meinen Punkt, 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 sagte Graf Dracula. Da gibt es natürlich, was gehört zu einem Vampir eigentlich alles? Simone hat sofort was geschrieben. Ganz einfach.
Ganz einfach, sagt Ron. Da sind wir mal gespannt. Michael? Herr Vetter, auch Vetter. Ja, gut. Ja. Graf Dracula sagte, die Transsilvanische Blutbank hat mir meinen Kredit gekündigt. In der Nacht kamen sie und pfändeten meinen... Sarg. Sarg. Genau, was soll man einem Vampir pfänden? Natürlich den Sarg. Das ist ja das Einzige, was so ein Mann hat. Nein. Außer Blut. Seine Zähne. Ja. Ja, die Dinge da, oder? Ja. Auch das. Er kann ja gar nicht anders Blut saugen, außer mit seinem Vampirzahn. Mit seinem Vampirzahn. Ja. Ja, aber wenn er den Sarg nicht hat, dann ist er ja aufgeschmissen, weil er ja nachts da rein muss, wie der wir alle ja wissen. Aber ohne Zähne braucht er keinen Sarg. Da braucht er erst recht einen, weil er dann tot ist. Jan. Und was würde mich noch tiefer treffen als nur der Sarg? Die Sargbar. Ich weiß aber nicht, warum das kein Punkt ist. Ich würde sagen, es ist unsagbar, was du hier aufschreibst. Ja, eben. Das möchte ich mal dazu sagen. Mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Simon. Na, also. Hier haben wir es doch. Danke. Bitte schön. Naja, ich dachte an die Konserve. Die Blutkonserven. Ja, alle Blutkonserven gefändet für die Transsilvanische Blutbank. Leichenlager. Ja. Claudia, also du glaubst, der hat immer ein paar Leichen auf Lager liegen. Ja, genau. Für Notzeiten, für den Winter und sowas. Und die sind leider, leider jetzt gefändet worden. Schade, schade. Und es steht... Wie soll es auch anders stehen? 1:1 ausgeglichen. Daniela, du darfst freie Auswahl. Mit wem? Knackpunkt spielen. Hm. Mit Ron. Mit Ron. Oh, ja. Da strahlt er wieder. Tja, ja, ich weiß auch nicht. Das passiert häufig in letzter Zeit, muss ich sagen. Gut, ihr habt 30 Sekunden Zeit. Knackpunkt. Und es geht. Los. Siegel, Siegelbruch, Siegelring. Bruch. Punkt. Backbord, Bagdad. Bord. Nein. Zimmer, Zimmerschlüssel, Zimmertemperatur. Schlüssel. Punkt. Tor, Toreinfahrt. Toriani. Einfahrt. Punkt. Europa, Europawahl, Europapokal. Wahl. Punkt. Neu vermählt, neu renoviert. Vermählt. Nein. Oh. Drei Gestirn, drei Kampf. Kampf. Punkt. Übermorgen, übersinnlich. Übermorgen. Punkt. Ja. 7:1. Es werden hier immer neue Riten eingeführt während des Spiels. Ich merke es jetzt da oben, jetzt und nachher. Finde ich sehr schön, denkt euch ruhig was aus. Was ich natürlich besonders toll finde, ist, wenn die Kandidaten untereinander die Gestik von Jan und Ron übernehmen und sich gegenseitig Hände klatschen. Also ihr versteht euch persönlich sehr gut. Bei uns wird also nicht gegeneinander gespielt, sondern miteinander. Das freut uns und deshalb spielt Klaus jetzt Knackpunkt mit... Simone. Klaus Simon. Ich habe es auch gelernt. Simon Rietl und Klaus spielen 30 Sekunden lang Knackpunkt. Und es geht. Los. Wechsel, Geld. Wechsel, geplatzt. Geld. Punkt. Floh bis, Floh Zirkus. Bis. Nein. Heu Gabel, Heu Haufen. Haufen. Punkt. Klang Farbe, Klang Körper. Farbe. Nein. Edel Gauner, Edel Zwicker. Edel Zwicker. Punkt. Oberarzt, Oberschwester. Oberarzt. Nein. Zungenschlag, Zungenwurst. Wurst. Nein. Golfplatz, Golfstrom. Strom. Nein. Los marschieren, los kaufen. Kaufen.
Das war schon weg. Es steht 4-7. Das heißt, Klaus, das ist deine Frage. Und ich verlese sie euch. Der Nachtclubbesitzer sagte: Der neue Bauchredner ist seltsam. Er erzählte mir, dass er heute nicht auftreten kann, da seine Puppe ... hat. Der neue Bauchredner ist seltsam. Er erzählte mir, dass er heute nicht auftreten kann, da seine Puppe ... hat. Ganz einfach, sagt Ron. Auch Ramona ist fertig, Limon ist fertig. Der Nachtclubbesitzer sagte, der neue Bauchredner ist seltsam. Er erzählte mir, dass er heute nicht auftreten kann, da seine Puppe Bauchweh hat. Bauchweh hat. Weil seine Puppe nämlich Bauchweh hat. Da lächelt Claudia schon leicht, ja. Ron? An was ganz anderes. An Grippe. Ja, Grippe. Weil seine Puppe Grippe hat. Und Ramona hat aber... Wenn du Bauchweh hast, dann hast du was? Lähmungen, Übereinstimmung. Okay, komm. Ja, so sind sie da hinten. Aber ich meine, wenn du Bauchweh hast, dann hast du Blähung. Ja. Das eine hat mit dem anderen unbedingt zu tun. Doch, ich sehe das irgendwo ein. Aber doch, da sind sie heute gnadenlos. Ja, du hörst es. Jan. Bauchrednerpuppen sind ja meistens aus Holz. Ja. Also, kann es nur eins sein, Sägespäne-Durchfall. Wenn sogar die Kandidaten bei sowas klatschen, Jan, dann muss es ja wohl in Ordnung sein. Ja, ja. Sägespäne-Durchfall, Klaus, hattest du leider nicht gesagt. Trifft mir hart. Ja. Simon hat auch Erkältung. Ja, danke. Erkältung, Grippe, Ron, ja, hier haben wir... Heiser ist. Heiser. Die Puppe ist nämlich heiser heute und... Tja, wollte erst das Bauchweh, eine Sprachhemmung. Ja. Die Puppe des Bauchredners hatte leider eine Sprachhemmung und deshalb kriegen wir auch jetzt hemmungslos keine Punkte für Klaus. Aber, Daniela, dies ist dein Satz. Du kannst versuchen, die Führung aufzubauen. Es geht um Bananien. Das soll ein Land sein. Bananien.